Leipzigs älteste kulturelle Einrichtung und darauf ist man auch persönlich stolz natürlich. Man darf auf jeden Fall nicht denken, dass es hier keine Schwierigkeiten gibt. Wir sind immer noch ganz normale Jungs. Ich versuche eben immer wieder deutlich zu machen, ihr seid an einer großen Sache beteiligt und beteiligt euch auch wirklich groß. Alles neu. Gestern musste ich zweimal weinen. Ich hatte großes Heimweh. Wenn man dann erst mal ein, zwei Jahre hier ist, dann will man normalerweise nicht wieder weg. Ich habe da auch schon so ein bisschen Angst davor. Ehrlich gesagt, ich würde eben gerne bleiben.